Wann immer ich bei Nicht-Campern über Regen klage, sagen immer alle: Ach, ich stelle mir das so unglaublich gemütlich vor, bei Regen im Van zu liegen. Und deshalb dachte ich mir, jetzt mache ich mal ein bisschen Real Van Life, Regen und der Van oder das Wohnmobil. Was eignet sich besser für Regen und Wohnmobil als der Sommer in Schweden oder auch Norwegen 2023? Ich war sowieso schon wieder am Tiefpunkt meiner möglichsten Gefühlslagen nach Monaten in Hamburg, wo ich immer die gleiche Aussicht in meinem Leben habe, weil mein Bett eben nicht rollt und wo ich in 2 Monaten 21 Arzttermine, vor allen Dingen diverse Zahnarzttermine und Implantatbehandlungen mit Kieferentzündung und allem absolviert habe. Ich war wieder vollkommen am Ende. Also habe ich angefangen, mein Gemüse einzukochen, kleine Päckchen zu packen, die in den Van zu werfen, meine Wohnung zu verwüsten, alles zusammenzupacken. Ja, und bevor ich so unbeweglich gewesen wäre wie mein Krümelmonster, bin ich gerade noch so mit letzter Kraft losgefahren. Einfach weil ich weiß, meistens wird es nach einigen Tagen dann insgesamt besser. Und so sah es zunächst auch mal aus. Ich war also zunächst in Dänemark. Hier war ich verabredet mit netten Leuten, die ich voriges Jahr kennengelernt hatte, auf einem Oldtimer-Treffen. Das war wirklich bisher, glaube ich, der beste Tag auf der ganzen Reise. Und wenn ich Kapazität habe, mache ich vielleicht noch ein kleines Video dazu. Ja, doch dann kurz danach, immer noch in Dänemark, ging es dann los. Regen, Sturm, Regen, Sturm, Regen, Sturm. Jetzt bin ich ja als Zwangshamburgerin so einiges gewöhnt, aber ich fahre ja eigentlich aus Hamburg weg, um dem zu entgehen. Die ersten Tage habe ich das dann noch weggesteckt. Mit der Zeit wird das Ganze aber echt anstrengend. Dieses ständige Geflacker vom Scheibenwischer, der aufpeitschende Regen. Dann ist die Strecke von Malmö nach Stockholm ja sowieso für mich die unbeliebteste Fahrstrecke. Es ist so grottenlangweilig. Man hat nur mich deprimiert machende schwarze Bäume rechts und links. Man fährt und fährt und fährt. Und wenn man das Gefühl hat, man ist 16 Tage gefahren, ist man auf Google Maps gerade 5 mm weitergekommen. Und die Strecke scheint einfach nie zu enden. Ja, zwischendurch habe ich dann wieder irgendwo an kleinen Häfen oder so übernachtet. Also inzwischen stehe ich immer mehr frei, also gerade in Schweden, habe immer irgendwelche Parkplätze gefunden. Und wie man hier sieht, fahre ich dann wieder morgens los von einem süßen kleinen Parkplatz. Und ja, was soll ich sagen? Natürlich bei Regen. Im Gegensatz zum normalen Leben in einem Haus oder einer Wohnung
ist es ja beim Vanlife so, dass man sein Haus die ganze Zeit spazieren fährt und man immer Dinge erledigen muss, die man zu Hause nicht erledigen muss. Und da interessiert es leider das Leben im Auto herzlich wenig, ob es dann in Strömen regnet oder nicht. Du musst halt relativ häufig dann irgendwo anhalten und aussteigen und Dinge machen. Du musst tanken, du musst Wasser auffüllen, du musst Grauwasser leeren, du musst die Toilette leeren und reinigen. Und dann stehst du da in deiner Regenjacke und deinen Gummistiefeln und bist klatschnass und trägst natürlich diese Nässe dann in dein Auto ein, hängst die Regenjacke auf, die tropft dann fröhlich vor sich hin. Und überhaupt ist dein ganzes Zuhause innerhalb kürzester Zeit unglaublich feucht. Alles ist feucht und klamm bis in die letzte Ecke. Das ist ja der große Unterschied von zu Hause. Da fährst du vielleicht mit dem Auto, schüttelst dich zweimal hinter der Hauseingangstür und sagst, ach, war das furchtbar. Ja, und dann hängst du die Sachen irgendwie ins Badezimmer oder an der Heizung oder wischst die ab und keine Ahnung. Also du kannst unglaublich viele machen, aber ja, in dem Auto ist das halt dabei. Und wenn du zu Hause bist, du spülst einfach die Toilette runter, es ist ja völlig wurscht, wo das so hin verschwindet. Und hier trägst du dann da dein Gepiesel spazieren, fährst vielleicht zu irgendeinem Baumarkt, musst da die Toilette benutzen, gießt das dann da rein, also wenn es nur Gepiesel ist natürlich, und trägst das dann alles wieder raus und baust es wieder ein. Ja, bis dahin bist du halt nass. Und dann setzt du dich nass, wie du bist, einfach wieder hinter das Lenkrad und fährst das feuchte, nasse Auto noch weitere feuchtnasse Wochen spazieren. Da frage ich mich dann immer, warum hört man davon so wenig? Es sind immer so schöne Videos. Und klar, ich könnte jetzt auch nur die tollen Momente posten. Es gab natürlich auch auf dieser ganzen bisherigen Reise Sonntage. Es gab tolle Tage. Ich war auch einmal schwimmen. Einmal, normalerweise bin ich fast jeden Tag schwimmen im schwedischen Sommer und das waren 17 Grad, das hat mir dann auch schon wieder gereicht. Damit wir uns auch ja nicht daran gewöhnen, an dieses gute Wetter, hat es natürlich auch auf dem Land schon mal erstmal wieder angefangen zu regnen, damit ich schon mal gewappnet bin für die Autobahn. Falls sich jemand fragt, wie ich bei Regen auch noch filme, ich filme nicht aktiv, ich mache das immer so, ich habe ein altes Smartphone, was leider eine schlechte Kamera hat und auch nicht gut mit verschiedenen Lichtverhältnissen klarkommt. Und das klemme ich dann einfach oben ein und lasse das einfach mit und durchlaufen. Also ich habe gesundheitlich null Kapazität, aktiv irgendwelche Dinge zu filmen, sondern das läuft dann und wenn da irgendwas drauf ist, was man gebrauchen kann, dann ja, dann kann es gebrauchen. Der Rest wird dann halt einfach weggeschmissen. Ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt jemals ein einziges Video mal wieder fertig bekomme. Das ist so viel Arbeit. In so einem einzigen kleinen Viertelstunde-Video steckt für jemanden, der also gar nicht so eine Routine hat, auch locker mal 30, 40 Stunden Arbeit und dann sieht es immer noch 4000 Mal schlechter aus, als ich es alles gerne hätte. Deshalb habe ich auch jetzt so lange gar nichts gemacht, weil ich meinen eigenen Ansprüchen überhaupt nicht genügen kann. Aber jetzt denke ich, meine Güte, ich würde gerne meinen Freunden und meiner Familie ab und zu mal so ein paar Eindrücke aus meiner Reise zeigen und das, was ich hier so veranstalte. Und ja, jetzt keinen YouTube-Preis gewinnen und auch irgendwie kein Geld damit verdienen. Das, was man an Werbung da sieht, hat mit mir gar nichts zu tun. YouTube blendet inzwischen auch Werbung ein bei Leuten, die überhaupt nicht monetarisiert sind wie ich. Und da macht YouTube auch Werbung mit und verdient praktisch mit unserem kleinen Video dann auch noch Geld. Ja, davon abgesehen. Ich fahre also weiter durch Schweden. Die Bilder, die man da sieht, es hat also im Prinzip, um das vorwegzunehmen,
ungefähr 5 Wochen nahezu ständig geregnet. 5 Wochen. Mein Auto riecht wie feuchter Hund. Nur ohne Hund. Ich habe unglaublich viel versucht, um ja Schimmel zu verhindern. Das ist ja immer so ein Riesenthema. Ich habe mein Auto ja extra so ausgebaut, dass möglichst gar keine Materialien drin sind, die in sich selber schimmeln können. Das einzige Naturmaterial ist das Bett, was man zur Not auch einfach rausreißen kann oder einzelne Latten austauschen und Gardinen, die aber nur hängen, wenn ich selber im Auto wohne und die ich auch immer rausnehme, wenn ich zu Hause bin. Also ansonsten gibt es keine Materialien, die selber schimmeln können, aber es kann sich natürlich auf der Oberfläche dieser Materialien Schimmel bilden, weil ja überall Staub ist und Dreck. Man fegt ihn raus und dann kommt ein Windstoß, dann ist er wieder drin und dann fegt man ihn wieder raus und dann ist er wieder drin. Das ist Vanlife. Nur falls man sich überlegt, mit was die Leute so ihren ganzen Tag verbringen. Ja, also es kann natürlich trotzdem irgendwo Schimmel entstehen, weil man keine Fläche so hermetisch sauber bekommt, dass da nicht irgendwas Organisches sich noch drauf ablagert und dann schimmeln könnte. Es ist also ein ständiger Kampf und auch wenn es eigentlich recht warm ist bei diesem Regen, manchmal stelle ich dann trotzdem die Heizung morgens an und versuche alles einmal durchzutrocknen, dann wird das alles rausgelüftet und man ist also schon wie mit einem eigenen Haustier damit beschäftigt, dieses Auto am Leben zu halten. Bei der Ankunft in Stockholm hatte ich tatsächlich einige sonnige Tage. Ich war nur so erschöpft von der ganzen Anreise und sowas von überspannt, dass ich dann doch relativ dankbar war, dass ich dann schon wieder verabredet war in Roßlagen, in dem wunderschönen Sommerhaus meiner Freundin und ihrer Familie. Die haben eine hübsche kleine Schwedengarage, vor der kann ich dann stehen, was man dann gleich auf dem Foto hier sieht. Und da habe ich einige Tage dann wirklich ganz abspannen können. Das war auch der Ort, wo ich dann geschwommen bin, wie man das vorher schon gesehen hatte. Da war es tatsächlich einmal 17 Grad im Wasser und danach aber nur 15. Und da fand ich es dann nicht mehr so geil. Aber das waren richtig, richtig erholsame Tage nach der sehr anstrengenden Fahrt, ja, quer durch Schweden. Das Jahrestreffen der schwedischen Vanlifer fand dieses Jahr noch weiter weg statt als vorher. Und zwar fast schon an der norwegischen Grenze. Eigentlich hatte ich ja gedacht, ich würde nach den Tagen in Roßlagen dann nochmal nach Stockholm fahren, weil ich ja eigentlich nur so 2 Tage Autofahrt brauchen würde bis ganz in den Westen. Aber ich habe gemerkt, ich bin so ruhebedürftig und ich sollte ja mal pacen Richtung MECFS, schön klug sein, vernünftig sein. Also habe ich mir gedacht, nehme ich mir doch jetzt eine ganze Woche mal Zeit, um von Roßlagen dann bis fast an die norwegische Grenze zu fahren zu diesem Jahrestreffen. Und das war auch die richtige Entscheidung. Natürlich, wie sollte es anders sein, kam auch wieder von oben genügend Wasser. Das ist ja jetzt ein Video, wo ich jetzt wirklich einfach mal so ein bisschen mit dem Augenzwinkern diese ganze Regenzeit mal abbilde. Natürlich kommen noch, hoffentlich, wenn ich Energie habe, die schönen Bilder. Aber die ersten 5 Wochen dieser Tour jetzt sahen eigentlich nahezu nonstop, bis auf kleine Pausen, so aus. Und das war, oh, ich war, glaube ich, noch nie so genervt. Man kann ja auch, wenn es dann regnet, gar nicht die schönen Schiebetüren öffnen. Und ich finde das Schöne an einem Kastenwagen, warum ich immer einen Kastenwagen haben will und kein anderes Wohnmobil, dass ich, wenn ich meine Schiebetür öffne, die ist 1,30 breit und die Hecktüren, die sind dann 1,50 breit und das Dachfenster, dann liege ich praktisch mit meinem Bett draußen, ohne draußen zu sein. Aber sobald es regnet, muss ich natürlich alles zumachen, freut sich meine Klaustrophobie und es wird auch sehr viel dunkler im Auto, gerade bei so einem Wetter. Und dann ist natürlich der Effekt von Vanlife irgendwie so ein bisschen weg, wenn du dann so ein bisschen eingesperrt, alleine in deinem Auto sitzt und aus dem Fenster starrst. Jo.
Jetzt komme ich nochmal zu den Menschen, die immer sagen, das ist doch so gemütlich mit dem Regen. Jo, halbe Stunde, ja. Danach geht es mir meistens ziemlich auf den Keks. Das prasselt ja nicht nur dann, wenn du es gemütlich haben willst. Das prasselt auch, wenn du einen Film guckst und dann verstehst du nichts und dann machst du Kopfhörer rein und schließt den anderen Tablet an. Du verstehst aber trotzdem nichts. Ich weiß nicht, wie es bei Menschen ist, die ein klassisches Wohnmobil haben, ob das auf diesem Kunststoffdach sich anders anhört, aber ich habe ja ein Metalldach. Und obwohl ich da schon wirklich extrem viel Arbeit drin investiert habe, sehr, sehr viel Geräuschdämmung einzubauen, plus nochmal Isolierung ins Dach, weil ich schon vorher wusste, das wird mich vermutlich doch nerven. Es ist einfach laut. Es ist einfach richtig laut. Und wenn es dann noch windet, dann schaukelt das Auto die ganze Zeit dabei. Selbst wenn ich mir Ohrenstöpsel bis ins Gehirn schiebe, höre ich noch die ganze Zeit dieses Geprassel. Das ist anstrengend, man schläft einfach nicht so gut. Insofern finde ich es nur bedingt gemütlich. Vielleicht, wenn mal so 3 Wochen Sonne war, dann finde ich das sehr gemütlich, weil man dann ohne schlechtes Gewissen drin liegen und Filme gucken kann und ich denke, oh, ich muss raus, die Sonne scheint. Also manchmal ist es schon ganz schnuckelig, aber in der Ausprägung, wie ich das jetzt hier 5 Wochen erlebt habe, kann ich da so ein bisschen drauf verzichten. Also Regen und Vanlife ist, glaube ich, auch eher was so für so eine 30-sekündiges, für so ein Instagram-Reel, wie das ja heißt, oder 1 Minute, keine Ahnung. Und da ist das dann sehr romantisch, aber auch nur, wenn man vor dem Bildschirm sitzt, in einer trockenen Wohnung, wo es gerade nicht drin regnet und feucht ist und nicht laut ist und man nicht seine Toilette noch leeren muss und nicht noch Wasser holen muss, dann ist das ausgesprochen gemütlich. So, ein wunderschöner Morgen in Örebro. Das ist ungefähr die Hälfte der Strecke gewesen. Und dann kam ich auch beim Jahrestreffen an. Wir waren 320 Fahrzeuge. Auf den Fotos sieht es traumhaft aus, weil ich wirklich jedes Mal, wenn mal eine Sekunde Sonne war, rausgehüpft bin. Aber man sieht natürlich auf dem Boden, wie die Lage da schon wirklich aussah. Und damit du mal also einen richtigen Live-Eindruck hast, hier mal ein paar Bilder, was wir die meiste Zeit in den 5 Tagen erlebt haben. Sind im Prinzip, wir waren 320 Fahrzeuge, wenn ich mich recht erinnere, ja, im Schlamm versunken. Also es war so ein bisschen wie Wacken, nur mit weniger Matsch, aber ja, es war sehr, sehr traurig, weil das normalerweise eine wunderbare Zeit ist, wo man zwischen den Autos einfach entspannt rumsitzt, Auto sich unterhalten kann, zusammen schwimmen geht und ja, einfach sehr entspannt ist, was ich toll finde, weil man dort dann auch immer Besuch bekommt in seinem Auto, wenn man selber gerade zu schwach ist, das zu verlassen. Dann bekommt man halt trotzdem Besuch, was ich ja in meinen Wohnungen so dann nicht erlebe. Zum Glück gab es zwischendurch auch immer mal wieder eine halbe Stunde oder eine Stunde ohne Regen.
Und dann sind wir alle rausgesprungen wie die Irren und haben uns gegenseitig besucht. Den See hier auf dem Foto, den gab es übrigens vorher nicht. Das war einfach nur Asphalt. Und da haben am Ende auch einige drauf gepaddelt. So viel Wasser ist darunter gekommen. Ja, ich konnte auch zu meiner Freude einige Hunde streicheln. Ich bin ja großer Hundefan. Zum Glück muss ich die nassen Hunde dann nicht in meinem Auto aufbewahren. Und so haben wir dann doch noch einige schöne Erinnerungen zusammensammeln können. Hey, der Matt! Hey, der Matt! Hey! Nee, von Mama Etta. Imorgon sätter vi lite krans. Ja, nu hoppade hon ut. Daisy! Nej, ej. Det var inte planet. Nej, in. Och Greta, min kära sydnosen. Så, hela zon församlat. Hur säger man godnatt? Daisy? Säger man god... Nej, stanna. Stanna. Bra. Prata med hundarna. Ja, men så. Ja. Man ser inte det som är bakom dem. Ich werde ja meistens belächelt, dass ich in meine schwedischen Sommer immer Gummistiefel und Kaschmirpullover mitnehme. Das hat sich mal wieder ausgesprochen bewährt. Ich liebe meine schwedischen Gummistiefel. Und andere haben mich dieses Mal wirklich beneidet, dass ich durch jeden Sumpf durchlaufen konnte. Dann wurde ich noch geduckt, was gerade irgendwie so ein Trend ist, dass man so ein kleines Mikroentchen bekommt. Und ein Bekannter hat netterweise die schwarzen Seiten meiner neuen Solarpaneele noch weiß foliert, damit ich dann ein bisschen weniger intensiv wahrgenommen werde als Wohnmobil. Man ist ja immer erstaunt, aber die meisten Leute denken trotz dieser sehr auffälligen Dinge immer noch, es wäre einfach nur ein Transporter, was ich auch mag. An einem Abend konnten wir tatsächlich noch den Sonnenuntergang am Wasser genießen. Das war traumhaft schön. Und wir haben auf unserem Platz regelmäßig Besuch bekommen von sogenannten Ragabila. Das sind also diese amerikanischen Schlitten. Meistens hängen die so auf dem Boden, dass man denkt, oh Gott, die verlieren gleich die Hälfte von dem Auto. Das ist in Schweden super beliebt. Da sitzen dann immer junge Männer drin und fahren durch die Gegend mit lauter Hilly-Billy-Musik oder manchmal einfach schwedischen Popsongs oder was. Dann sollte das Unwetter noch mal richtig gefährlich werden und wir hatten die Anweisung bekommen, uns in dieses riesengroße Gebäude zu flüchten, beziehungsweise mindestens auf Asphalt und nicht neben Bäume. Ich hatte zum Glück, weil ich ja immer so ein voraussichtlicher Panikhase bin, mich schon ganz zu Beginn aus dieser Wiese auf so einen kleinen Kieshügel geflüchtet, aber andere hatten jetzt das Pech, dass sie rausgezogen werden mussten. Zum Glück sind ja genug Leute immer da, die entweder Allrad haben oder winschen konnten. Und so wurde dann nach und nach die Fahrzeuge irgendwie aus dem Sumpf befreit. Und viele sind dann in eine Halle gezogen.
Das war mir zu klaustrophobisch und roch auch zu sehr nach modrigem Holz. Ich bin dann auf einen großen Parkplatz gefahren und habe genau geguckt, welche Bäume wie fallen könnten, damit möglichst nichts auf meinem mühsam eingebauten Dachfenster landet. Als Technikfreak bin ich natürlich total fasziniert, wie so eine elektrische Winch funktioniert und wie stark die ist, was die alles so alleine kann dann und mit Fernbedienung. Ja, ich musste mich natürlich wieder mühselig beherrschen, mir sowas dann nicht zuzulegen. Das ist so der Baumarkt-Effekt. Oh, man weiß ja nie. Aber ganz toll. Also wie dieses Gerät einfach so ein super schweres Auto aus dem Wind rauszieht, nur mit Fernbedienung. Ganz klasse. Slow in little mehr. Slow in kannst du little mehr. Little mehr. Pointe mehr, okay. Wenn ihr die ein paar Asphalträdern. Perfekt. I was only 9 when I picked my hair out. Nobody knew what to do about that. Sleep at night, I was stressed out. Always crying for mom and dad. If I could go, I would go, can I go, go back? I would hold my little hand and say, take your time. Jag ska förmodligen tillbaka till Stockholm nu. Jag är så trött av regnet. Och där är det snabbare och finare. Och om man är i storstad, där kan man ju göra en lite mer också. Ja. Kan man gå i museet eller dricka kaffe. Eller ja, här kan man ju inte göra något alls. Ja. Ja. Nej, men det var kul att se is och jag hoppas att du har en bra resa. Ja, tacka. Hej då. Wie man hier sieht, musste man sogar mit dem Auto zu den anderen Autos fahren, um sich zu verabschieden, sonst wäre man auch wieder bis auf die Unterbuchse nass gewesen. Ja, das war dann Burning Van 2023. Ein Nachteil, der mir jetzt gerade noch einfällt zum Dauerregen im Van, ist, dass man eben überhaupt nicht mal gründlich sein Auto ausputzen kann. Also nicht nur, dass die Dinge ja gar nicht mehr trocknen, sondern man kann auch nicht die Dinge rausstellen, um mal in den Ecken zu wischen. So ein Van ist ja aufgebaut wie Tetris. Keiner hat irgendeinen Platz, den man ja wochenlang leer lässt, falls man mal alles auseinanderbauen will. Und so geht das eigentlich nur, wenn man irgendwo steht, wo man weiß, man hat jetzt wirklich mal eine Stunde oder zwei Stunden keinen Regen. Kann die riesigen Kisten unterm Bett alle mal rausfahren, dahinter und darunter putzen, alles wieder reinräumen. Das geht natürlich bei so einem Wetter nicht. Und wenn, höchstens diktiert zwar das Wetter, dass man das jetzt machen könnte, aber dann bin ich vielleicht gerade wieder so krank, dass daran gar nicht zu denken ist. Ich bin dann wieder den ganzen Weg vom Westen bis komplett in den Osten nach Stockholm zurückgefahren. Wie man sieht, natürlich wieder hochspannende Straßen mit dunklen Bäumen gehen. Und es gab aber Sonne zwischendurch. Ich war ganz begeistert. Und
Natürlich, eins durfte auf der Strecke nicht fehlen. Damit schließe ich das Video und hoffe, einige Freunde und Bekannte konnten was sehen. Und vielleicht interessiert es ja auch den anderen. Also viel Spaß, hier nochmal ein Blick in das, was ich die meiste Zeit in diesem Sommer angeschaut habe beim Autofahren.